Lustige Witze in 3, 2, 1, los. Gestern bin ich schon wieder erst heute ins Bett gegangen. Gerade herausgefunden, warum es Kondome mit verschiedenen Farben gibt. Man kann beim Gangbang Teams bilden. Schlechte Nachricht, der Single, der sich auf Parship alle 11 Minuten verliebt, hat sich abgemeldet. Nach dem Sex sage ich immer gerne romantische Dinge, wie zum Beispiel, hey Süße, willst du nicht heimgehen? Wenn Gott gewollt hätte, dass wir früh am Morgen wach sind, hätte er das Licht angemacht. War gestern im Zoo. Komisch, einer der Elefanten hatte Leggings an. Sachen gibt's. Ich mag das Wort FIFA-Funktionär. Klingt wie Biber Butzemann. Ich habe das Herz eines Löwen, die Augen eines Adlers und lebenslanges Zooverbot. Die Würde eines Mannes ist unten tastbar. Durch Klebeband klingt alles wie Ich liebe dich. 4 Brötchen bitte. Wenn sie nur 3 kaufen, gibt es eins umsonst. Stehe nun hier und frage mich, wer von uns beiden der Idiot ist. Trottel werden nicht geboren. Frauen stellen sie in ihrer Freizeit her. Wie nennt man einen politisch motivierten Zauberer? Propagandalf. Der Hund macht Wuff, die Katze macht Miau, die Kuh macht Mu und die Biene macht Product Placements. Was ist weiß und stört beim Bergsteigen? German Wings. Was ist das Lieblings-Pokémon in China? Smogmog. Chuck Norris macht aus Lebkuchen Totkuchen. Chuck Norris wirft 190 Punkte beim Dart. Mit einem Pfeil. Chuck Norris hatte mal bei einem Fußballspiel eine Laola gemacht. Alle sind ertrunken. Chuck Norris mag die Regenbogenstrecke. Ich hoffe, du hast eine Jacke dabei, denn es klatscht gleich und du wirst länger draußen rumliegen. Ich mag das Geräusch, das du machst, wenn du die Schnauze hältst. Dein Vater hat angerufen, du sollst ihn vom Ballett abholen. Habe gelesen, dass sich das Leben jedes Mal, wenn man masturbiert, um eine Minute verlängert. Thorsten, 147, Informatiker. Wenn du schon weißt, dass du den Test verkackst, einfach Augenkontakt mit dem Lehrer herstellen und das Blatt genüsslich verspeisen. Was sagt Andreas Burani vom Geldautomaten? Ich heb ab. Betrunkene Pizza in den Ofen geschoben, 220 Minuten bei 15 Grad. Wie viele Jurastudenten braucht man, um eine Glühbirne zu wechseln? Keinen. Papa kauft einfach eine neue Wohnung. Ich glaube, in China ist Liebeskummer echt hart. Jeder sieht aus wie deine Ex. Das Wort Cocktailwürstchen besteht aus 3 Wörtern, die alle dieselbe Bedeutung haben. Ich, während ich auf dem Klo sitze. Guck mal, Schatz, ich bin ein 3D-Drucker. Wann bist du gestern nach Hause gekommen? So gegen 23 Bier. Was sagt Andreas Burani im Dönerladen? Ich Kebab. Gestern beim Duschen kam plötzlich eine Spinne aus dem Abfluss gekrochen. Erzähl mir doch nicht solche Schauermärchen. Bei Gefallen, Daumen hoch und Video teilen. Links kommt ihr nun zu meinem Kanal-Trailer und darunter könnt ihr direkt abonnieren, um nichts dazu verpassen. Lustige Witze gibt es nicht nur jeden Freitag auf YouTube, sondern jetzt täglich auf meiner Facebook-Seite Master Jam. Bis nächste Woche.